gebe Managern Methoden von Kampfpiloten, die ich selber erlernt habe und auch erfolgreich in meinem 20-jährigen Berufsleben angewandt habe, damit sie in komplexen und kritischen Situationen richtig entscheiden. Ich versuche, Komplexität zu reduzieren. Darüber hinaus versuche ich, dass durch meine Methoden, dass Kommunikation zum Wettbewerbsvorteil wird und nicht zum Absturz wird. Wenn man so will, um in dem Bild von Kampfpiloten zu bleiben, ich gebe ihnen maximale Schubkraft für ihren Geschäftserfolg. Kann man Kampfpiloten und Manager vergleichen? Absolut. Kampfpiloten haben eine sehr komplexe Aufgabe. Sie müssen bei 1000 Stundenkilometer ihr Flugzeug fliegen. Sie müssen navigieren. Sie müssen kommunizieren. Und dabei müssen sie immer ihr Umfeld im Auge haben. Sie müssen immer sehen, wie ist das Wetter draußen, wie ist die Bedrohungslage. Das heißt, sie fliegen in einem sehr, sehr dynamischen Umfeld. Und so eine Mission oder so eine Mission, die läuft auch nie so ab, wie man es eigentlich geplant hat. Das heißt, sie müssen auf Veränderungen, müssen sie reagieren, abschätzen, was das für Auswirkungen hat und müssen jederzeit richtig entscheiden und kommunizieren. Denn eine falsche Entscheidung kann auch dazu führen, dass das Missionsziel in Gefahr gebracht wird oder in diesem Fall auch absolut tödlich enden. Und Manager sind in einer ähnlichen Situation heutzutage. Und ich weiß, wovon ich spreche. Nach 20 Jahren in leitenden Positionen kann ich sagen, dass ein Manager auch ein komplexes Umfeld hat. Dynamische Märkte. Die Märkte entwickeln sich in einem atemberaubenden Tempo. Und Manager sind auch hier gezwungen, richtig zu entscheiden, weil die richtige Entscheidung befindet darüber, wie ist der Kurs meines Unternehmens in Zukunft und wie ist der Missionserfolg. Von daher ist die Situation von Kampfpiloten und Managern absolut vergleichbar. Was können Manager von Kampfpiloten lernen? In meinen Vorträgen gebe ich Managern Impulse und dabei nutze ich Methoden von Kampfpiloten, die ich selbst erlernt habe und auch erfolgreich in meiner Berufskarriere eingesetzt habe. Bei 1000 Stundenkilometer, womöglich noch im Tiefflug, haben Sie keine Möglichkeit, lange über Probleme nachzugrübeln oder eventuell sogar zu beraten. Das heißt, Sie müssen sofort richtig entscheiden und auch kommunizieren. Und dort gebe ich Manager Methoden an der Hand, wie Sie das machen. Ich nutze zum Beispiel in meinen Vorträgen das Decide-Modell. Ich nenne es selber Entscheidungstriebwerk oder Decision Engine. Und das ist eine Methode, ein Prozess, ein Check, mit dem auch Manager zum Beispiel erlernen können, Situationsbewusstsein zu entwickeln, weil Situationsbewusstsein ist der erste Schritt, die Grundvoraussetzung für jeden Entscheidungsprozess. Das unternehmerische Umfeld und auch die Fliegerei ist schon komplex genug. Deshalb versucht man gerade in der Militärfliegerei, die Dinge so einfach wie möglich zu machen. Deshalb vermittle ich nur Methoden und Prozesse und Checks, die auch praxisrelevant sind, die einfach sind und die auch sofort umsetzbar sind. Worüber rede ich noch? Über die richtige Entscheidung zu treffen, über Marketing, wie man effizient kommuniziert. Warum tue ich das? Ich bin nach 20 Jahren im Management, bin ich ein bisschen beunruhigt über die Entwicklung der letzten 5 Jahre, gerade durch die Digitalisierung in allen Bereichen. Die Märkte entwickeln sich absolut dynamisch, in einem atemberaubenden Tempo. Das unternehmerische Umfeld wird immer komplexer, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Unternehmen da wirklich Schritt halten. Wir haben Informationen, gerade durch die Digitalisierung, in einem Ausmaß wie nie zuvor. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das dazu führt, dass wir besser, schneller entscheiden, effizienter kommunizieren. Ganz im Gegenteil. Schaut man sich doch mal so eine interne Situation eines Unternehmens an. Permanente Abstimmungsmeetings, PowerPoint-Schlachten ohne Ende und täglicher E-Mail-Beschuss. Das heißt, ich habe wirklich den Eindruck, wir haben eher Meeting-Organisation als Entscheidungsorganisation. Und die Kommunikation, intern wie extern, wird eher zur Belastung als zur Entlastung. Ich gebe Managern Methoden von Kampfpiloten, die ich selber erlernt habe und auch erfolgreich in meinem 20-jährigen Berufsleben angewandt habe, damit sie in komplexen
und kritischen Situationen richtig entscheiden. Ich versuche, Komplexität zu reduzieren. Darüber hinaus versuche ich, dass durch meine Methoden, dass Kommunikation zum Wettbewerbsvorteil wird und nicht zum Absturz führt. Wenn man so will, um in dem Bild von Kampfpiloten zu bleiben, ich gebe ihnen maximale Schubkraft für ihren Geschäftserfolg.